Wu Zetian ist eine wichtige historische Figur in China, denn sie war die einzige Frau, die das Land als Kaiserin-Regentin und souveräne Kaiserin regierte. Sie wurde während der Tang-Dynastie in Wenshui, Provinz Shaanxi, geboren und hieß ursprünglich Wu Qiao. Wu Zetians Vater war ein hochrangiger Regierungsbeamter und ihre Familie war wohlhabend. Schon in ihrer Kindheit wurde das junge Mädchen von ihrem Vater dazu angehalten, Fähigkeiten wie Tanzen und Singen zu erlernen. Wie viele junge Mädchen aus einflussreichen Familien wurde Wu Shen im Alter von 14 Jahren als Dienstmädchen an den kaiserlichen Palast verkauft, was in der chinesischen Kultur jener Zeit als große Ehre angesehen wurde. Dieses Los bot ihr auch die Möglichkeit, Schreiben, Literatur und Musik zu studieren, was sich in ihrem späteren Leben als äußerst nützlich erweisen sollte. Mit ihrer temperamentvollen und energiegeladenen Persönlichkeit erlebte Wu Zetian einen kometenhaften Aufstieg und wurde im Alter von 20 Jahren zur Konkubine des Kaisers Taizong. Sie wurde schnell zu einer seiner Favoritinnen und erhielt eine höhere Position innerhalb des kaiserlichen Harems. Als Taizong starb, wurde der Thron von seinem Sohn und Erben Kaiser Gaozong bestiegen, dem Wu Zetian fortan als Konkubine diente. Wu Zetian nutzte ihre Stellung im Palast, um Einfluss und Macht zu erlangen. Sie nutzte ihr Charisma und ihre Intelligenz, um die Aufmerksamkeit des neuen Kaisers auf sich zu ziehen und wurde in Intrigen und Verschwörungen verwickelt, um ihre Position am kaiserlichen Hofe zu behaupten. Nachdem sie sich an das wohlhabende Leben im Palast gewöhnt hatte, entwickelte sich Wu Zetian zu einer stolzen und ehrgeizigen Frau. Historischen Berichten zufolge war Gaozong mit der Kaiserin Wang verheiratet, die dem Kaiser keine Kinder schenken konnte. Wu Zetian, die mit Kaiser Gaozong 4 Kinder gezeugt hatte, nutzte dies aus und heckte einen Plan aus, um Kaiserin Wang zu belasten und sich ihrer Rivalin zu entledigen. Die bekannteste Geschichte über diesen Vorfall zeigt, dass Wu Zetian ziemlich kaltschnäuzig und sogar machiavellistisch veranlagt war. Wu Zetian tötete ihre eigene neugeborene Tochter und beschuldigte Kaiserin Wang der Tat aus Eifersucht und Frustration darüber, dass sie keine Kinder bekommen konnte. Kaiser Gaozong glaubte Wu Zetians Geschichte und verbannte seine Ex-Frau ins Exil, wo sie einen mysteriösen Tod erlitt, wahrscheinlich auf Wu Zetians Befehl. Nach diesem Ereignis wurde Wu Zetian zu Gaozongs neuer Frau und Kaiserin von China erklärt. Im Laufe der Zeit verschlechterten sich Gaozongs Gesundheitszustand immer mehr und Wu Zetian erlangte immer mehr Autorität am kaiserlichen Hof, traf sogar Entscheidungen und erteilte Befehle im Namen ihres Mannes. Als Gaozong am 27. Dezember 683 starb, wurde er von Zhong Zhong, einem seiner Kinder, mit Wu Zetian beerbt. Obwohl sie die Mutter des neuen Kaisers war und viel Autorität in der chinesischen Gesellschaft besaß, strebte Wu Zetian nach ultimativer Macht. Sie schmiedete eine Verschwörung gegen ihren eigenen Sohn, um ihn vom Thron zu stürzen, und schickte ihn unter dem Vorwurf des Verrats gegen das Interesse der Nation ins Exil. Zhong Zhong wurde durch seinen jüngeren Bruder Ruizong ersetzt, der ebenfalls der Sohn von Wu Zetian und dem verstorbenen Kaiser Gaozong war. Der junge Kaiser Ruizong konnte sich dem Wunsch seiner Mutter nicht widersetzen und überließ schließlich Wu Zetian den Thron. Die verwitwete Kaiserin hatte endlich ihr Ziel erreicht. Sie war die erste und einzige Frau geworden, die China als souveräne Kaiserin regierte. Wu Zetian gründete die Shu-Dynastie und erhob ihren Sohn Ruizong in den Rang eines Kronprinzen. Wu Zetian war als autoritäre und unnachgiebige Herrscherin berüchtigt, die ihre Autorität nutzte, um ihre eigenen Interessen durchzusetzen und die Opposition zum Schweigen zu bringen. Sie setzte Zensur ein, um die öffentliche Meinung zu unterdrücken und ging gegen jeden vor, der es wagte, ihre Autorität in Frage zu stellen. Außerdem richtete sie ein Spionagenetz ein, um ihre Untertanen zu überwachen und jede als subversiv angesehene Aktivität zu unterdrücken. Wu Zetian hingegen war eine effektive Führungspersönlichkeit, die viele wichtige Reformen durchsetzte. Sie dehnte das Reich stark aus, eroberte neue Gebiete und festigte die Kontrolle über Regionen, die weit von der Zentralregierung entfernt waren. Außerdem ließ sie öffentliche Bauwerke wie Brücken, Kanäle und Straßen errichten, die allesamt die Infrastruktur des Landes verbesserten. Wu Zetian setzte sich auch für die Gleichstellung der Geschlechter ein und förderte die Beteiligung der Frauen an öffentlichen Ämtern. Wu Zetian startete ebenfalls eine Kampagne zur Verbreitung der buddhistischen Religion, baute zahlreiche Tempel und förderte die Übersetzung heiliger Texte. Sie unterstützte das Studium der buddhistischen Philosophie und Theologie und viele ihrer Untertanen traten während ihrer Amtszeit zum Buddhismus über. Außerdem förderte sie Bildung und Kultur, indem sie Schulen und Universitäten gründete
und die Entwicklung literarischer und künstlerischer Werke anregte. Während ihrer Zeit als Kaiserin festigte Wu Zetian ihre Macht und erweiterte ihren Einfluss. Sie schuf sich loyale Verbündete und entfremdete ihre Feinde, wobei sie brutale und rücksichtslose Taktiken wie politische Verfolgungen, öffentliche Hinrichtungen oder heimliche Mordaufträge anwandte. Wu Zetian sah sich während ihrer Herrschaft vielen Herausforderungen gegenüber, darunter ein Aufstand unter der Führung ihres Neffens Prinz Li Shonggong, der 684 hingerichtet wurde. Außerdem stieß sie auf den Widerstand sowohl von Mitgliedern der kaiserlichen Familie als auch von Regierungsbeamten, die mit ihrer autoritären Herrschaft unzufrieden waren. Dennoch gelang es ihr, bis zu ihrem Tod am 16. Dezember 705 im Alter von 81 Jahren an der Macht zu bleiben. In einem letzten Edikt, das in ihrem Namen erlassen wurde, wurde sie nicht mehr als regierende Kaiserin, sondern als Kaiserin-Gemahlin Zetian Dasheng bezeichnet. Sie wurde in einem Grab in der Nähe ihres verstorbenen Ehemannes Kaiser Kaohsiung im Kuanling-Mausoleum nahe der Hauptstadt Chang'an auf dem Berg Liang beigesetzt. Wu Zetian ist eine umstrittene und komplexe historische Figur. Sie wurde von der offiziellen chinesischen Geschichtsschreibung als rücksichtslose und brutale Tyrannin verunglimpft, die mit dem Stigma eines autoritären Führers behaftet war, der sich brutaler Taktiken bediente, um seine Macht zu behaupten und Widerstand zu unterdrücken. Sie war jedoch auch eine effektive Führungspersönlichkeit, die viele wichtige Reformen durchführte und sich für die Gleichstellung der Geschlechter und die Bildung einsetzte. Wu Zetian hat ein Vermächtnis in der chinesischen Geschichte hinterlassen und ihr Einfluss ist bis heute spürbar.